Hallo. Stimmt etwas nicht? Und ob? Mein liebes Mondkalb Biscuit wurde von Wilderern im Norden entführt. Teuflische Unholde. Ja. Ich wollte mich wehren, doch ich hatte keine Chance. Das mit Ihrem Mondkalb tut mir leid, Mister... Ganuff. Bloß Ganuff. Ich bin nur ein einzelner Kobold, nicht mal besonders mutig. Ich habe keine Chance gegen eine Bande elender Wilderer. Aber ich? Oh, meine arme Biscuit. Ich kann nur hoffen, dass ihr die Flucht gelingt. Warum haben die Wilderer Biscuit entführt? Ich weiß es nicht. Mondkalbdung ist der ideale Dünger für Zauberpflanzen. Aber ich glaube nicht, dass die Wilderer begnadete Gärtner sind. Wer weiß, was sie ihr antun. Sie könnten sie auspeitschen, häuten, ausweiden und ausstopfen. Oh Gott. Nehme ich an. Oh, Biscuit. Ein ungewöhnliches Haustier. Warum haben Sie sich Biscuit ausgesucht? Sie folgte mir eines Abends, wich mir nicht mehr von der Seite. Ich wollte eigentlich nie ein Haustier, aber jetzt kann ich mir kein Leben ohne sie vorstellen. Mondkälber gelten oft als dumme, einfältige Kreaturen. Aber Biscuit hat mir echten Charakter gezeigt. Ich würde sie weder gegen Hippogreif noch Hornschwanz tauschen, nicht mal gegen eine Gans, die goldene Eier legt. Ich werde mich nach dem Mondkalb umsehen, Ganuff. Danke. Wären doch nur alle Hexen und Zauberer so nett zu Kobolden. Wenn sie sie sehen und zu mir zurückbringen, belohne ich sie auch für ihre Mühen. Halten Sie die Augen nach ihr offen. Und Vorsicht, die Wilderer sind absolut skrupellos. Okay. Ich sollte versuchen, Ganuffs Mondkalb zu retten. Ich muss offenbar nach Norden, um die Wilderer zu finden. Ja, da wäre ich niemals selbst drauf kommen. Warum ist die Musik heute so penetrant? Die ist heute ein bisschen penetrant. Ich habe es gerade gemerkt, als wir mit dem mit Ganuff gesprochen haben. War echt ein bisschen, ja. Vielleicht dezent anstrengend, sagen wir es mal so. Schon ein bisschen. Ich will an die Truhe, nicht an ihn. Okay, dann zum Wildererlager. Richtung Norden. Wie weit müssen wir denn? Schließlich wollen wir das Mondkalb retten. Die Karte sollte man vielleicht klicken. Hä, das ist ja kein Ding. Teleportieren wir uns hin. Dann retten wir mal ein Mondkalb. Und dann war da nämlich noch eine Aufgabe in Hogsmeade, die würde ich dann direkt danach machen. Was haben Sie jetzt vor? Gute Frage. Ich würde erstmal das Mondkalb retten und danach gucken wir uns die andere Aufgabe an, die es hier gibt. Die es in Hogsmeade gibt. Das ist denn jetzt schon Kampf hier? Muss das sein? Expelliarmus! Straßenköter. Hier war mal ein Merlin-Rätsel. Das habe ich scheinbar mal gemacht. Trotzdem, wir müssen nach da zum Mondkalb. Also zum Wildererlager, die das Mondkalb geklaut haben. Aber ich finde es ein bisschen krass. Und hier gibt es hier überall irgendwie. Oh, Testrale. Schön. Wird gar nicht angezeigt hier. Aber hier sind Testrale. Normalerweise ist ja dann hier so ein Pfotenabdruck, dass man die, dass es hier so einen Bau gibt. Bau. Ich glaube, so nennen die das hier. Wilderer. Ganuff hatte recht. Ich muss vorsichtig sein. Mhm. Wow. Irgendwas stimmt nicht. So viel steht fest. Hallo? Hey, Doktor! Doktor? Würde ich auch gern können. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Und Ego! Bleib mal bei
Bitte? Da kann man den Zauberstack ändern. Ist noch jemand da? Okay, go, Reducto! Jetzt wird's spaßig! Kennst du Eileen? Das Dorf liegt südlich des Schlosses. Die Höhle, die wir für Doran finden sollten, könnte in der Nähe sein. Poppy hat sich gemeldet. Cool. Ich mache aber erst den Auftrag, den ich machen muss. Hier sind ganz viele Mondkälber. Ich glaube es ja. Ist hier ein einzelner Ballon nur? Ne, da geht's weiter. Ja, da gibt es noch eine Kiste. Sammlung aktualisiert. Okay. Die Mondkälber. Eigentlicher Auftrag. Hallo, Homura. Mhm. Okay, das war's schon. Krass. So gut. Wer von euch ist Biscuit? Finde ich eine Sessaro. Da war Biscuit. Das Blaue. Nee. Shit, ey. Wie soll ich das jetzt... Jetzt habe ich auf der gesamten Karte die Mondkälber. Der Biscuit, das Mondkalb. Jetzt einmal einfrieren, ich will nicht hinterher rennen. Glacius. Jeder muss mal ein paar Opfer bringen. Na gut, Biscuit. Bringen wir dich zu Garnhof zurück. Die anderen eigentlich auch einsammeln. Kritisch? Also. Ich passe auf dich auf. Ich meine ja nur, dass noch mehr. Wir passen da rein. 4, glaube ich. Und ich hatte das eigentlich aufgeräumt. Dass ich nicht mehr so viele habe. In meinem Schnappsack. Ich meine. Okay, jetzt muss er voll sein. Ich tu dir ja nichts. Ich hab nämlich Wolkenschwänge ja dabei. Also ich weiß gar nicht, ob sie zählt. Aber theoretisch wären noch Wolkenschwänge bei mir im Schnappsack. Glacius! Durch das Ding? Das glaubt Professor Howen nie. Wir passen da rein. Ich war der Meinung, dass die gesagt hat, hier. Sieht's aus. Beruhige dich. Ich tue dir ja nichts. Mich jetzt alle mit?
Lüdich hier. Wir wissen ja sonst auch nicht, wohin. Wollt die wieder eingesperrt werden? Jetzt ist alles gut. Ich glaube, wir passen echt unendlich rein. War der Meinung 4? Ich passe auf dich auf. Okay. Dann haben wir das. Dann geht's jetzt wieder zurück. Zu Ganuf hieß der, zu dem Kobold. Ja, auf jeden Fall Biskuit zurückbringen. Aber ich würde, glaube ich, weil ich jetzt die Ballons, hier sieht die Ballons einmal mitmachen. Ein bisschen Beschäftigungstherapie muss ja sein. Also. Ach da. Ich bin zu hoch geflogen. Aber wo sind denn die anderen? Die Kamera leider nicht so gut einstellen. Das sind doch immer 4. Und diesen Ballons. Da waren nur 2. Ich mich einmal auf diese Plattform stellen und gucken, geht nicht mal komisch, aber. Ah, da sind die anderen. Okay. Bin schon gewundert. Beschäftigungstherapie. Kann man mal machen. Bin gespannt, wie viel man zerplatzen lassen muss für 100% in dem Buch. Da bin ich immer gespannt. Ich kann hier nicht absteigen jetzt. Ja, wollte gerade sagen, also Gebirge ist nicht. Auf Gebirge habe ich gelernt, dass es nicht geht. Quasi zwangsläufig musste ich so lernen. Na dann, bringen wir Biskuit zurück und dann machen wir die nächste Aufgabe, die es da noch gab. Jetzt werde ich hier die ganze Zeit angesprochen, wenn ich Hogsmeade bin, da bin ich öfter. Weil ich immer die ganzen Sachen verkaufen muss hier. Was soll ich nur ohne sie tun? Bin schon da. Ganuf, ich habe Biskuit gerettet. Wirklich? Ist sie verletzt? Hatte sie Angst? Geht es ihnen gut? Biskuit und mir geht es gut. Ich konnte sie ohne große Umstände retten. Ah, ein Glück. Bei Wilderern rechne ich immer mit dem Schlimmsten. Ich kann es kaum erwarten, sie nach Hause zu bringen. Ich vermisse ihre anmutigen Tänze. Ah, so schön. Gib dem Video jetzt einen Like. So nach dem Motto sah das aus. Ich habe mir gerade entnehmen. Schön, dass sie jetzt sicher ist. Sie möchte bestimmt nach Hause. Das erleichtert mich ungemein. Oh, mein süßer kleiner Biskuit, mein weißes, edles Mondkalb. Und hier ist ihre wohlverdiente Belohnung. Wie ich schon sagte, sie haben mir neue Zuversicht in die Zaubererschaft geschenkt. Gerne. Sie haben mir ein Funken Zuversicht in die Zaubererschaft geschenkt. Biskuit und ich sind ihnen ewig dankbar. Ich habe aber was bekommen als Sammlung, wurde aktualisiert, deshalb. Na, mein Lieber, was trinkst du denn daheim? Okay, das würde ich nicht trinken wollen. Das nicht.
Weil dann gab es bei den drei Besen immer noch einer, der da herummurmelt. Und das würde ich jetzt auch noch machen. Überhaupt, hier sind die drei Besen da. Irgendwo hier, da. Genau, um die Ecke. Ja. Dem alten Sprücheklopfer werde ich's zeigen. Na dann. Sir, ist alles in Ordnung? Danke der Nachfrage. Mein Name ist Ackley Barnes. Ja, da habe ich nicht gefragt. Ganz und gar nicht. Ich plane gerade meine Rache gegen meinen einstigen Geschäftspartner, einen teuflischen Schwindler namens Alfred Lawley. Er hat mich aus unserem Kräuterbedarfsgeschäft verdrängt, als es gerade Fahrt aufnahm. Er meinte, ich sei zu explosiv. Dem zeige ich mal explosiv. Das muss frustrierend für Sie gewesen sein. Ja, das war es. Schrecklich. Ich bin eben leidenschaftlich bei der Arbeit. Arroganter Narr. Er kann auch leidenschaftlich sein. Und daran werde ich ihn erinnern, indem ich ihm seinen geliebten Besitz nehme. Eine Venemosa Tentacula, die er aus einem Samen züchtete und die der Grundstein unseres Geschäfts sein sollte. Ich komme nicht mal in die Nähe, wenn Ruth Singer mich wie ein Augury beobachtet. Sicher auf Lollys Bitte hin. Aber ein Kind würde niemand verdächtigen. Was halten Sie davon, schweren Pflanzendiebstahl zu begehen? Sie sagten, Mr. Lawley war mal Ihr Geschäftspartner. Woran haben Sie gearbeitet? Ich hatte die Idee, eine Venemosa Tentacula zu einer Art Wachpflanze abzurichten, die auf Befehl hin angreift. Ist doch eh so eine MG. Wir erlebten einen Rückschlag, als sie Lawleys Kniesel fraß. Danach warf er mich aus dem Geschäft. Dieser visionslose Narr. Ja, also... wenn man einen Kniesel, das sind ja diese großen Katzen, das kann ja mal passieren. Warum brauchen Sie gerade Mr. Lawleys Venemosa Tentacula? Nun, wenn ich sie habe, hat Lawley sie nicht. Ergo kann ich mein Geschäft starten und er muss von vorn beginnen. So töte ich zwei Schnatzer mit einem Stein. Bin ich hier im Kindergarten gelandet, oder wie? Was ist sonst noch in Mr. Lawleys Keller? Lawleys gesamter Kräuterkundebedarf. Eine beachtliche Sammlung. Füllen Sie ruhig Ihre Taschen, wenn Sie dort sind. Das sollte ihn ablenken und ich kann mit meinem Geschäft loslegen. Ohne Konkurrenz. Okay, der hat mich quasi zum eventuell was mitnehmen gratis ermutigt. Ich besorge Ihnen die Venemosa Tentacula. Ich sehe, Sie haben ebenfalls ein gesundes Gerechtigkeitsempfinden. Nee, ich bin nur etwas kleptomanisch. Nehmen Sie so viel Kräuterkundebedarf, wie Sie nur möchten, während Sie da sind. Ich möchte lediglich die Venemosa Tentacula. Nicht vergessen, ich brauche nur die Venemosa Tentacula. Ja, und ich jetzt... Ich muss wohl Mr. Lawleys Keller finden. Ja, und ich wette, ich nehme gleich alles mit. Außer diese Tentakula. Was muss es sein? Komm ich hier tagsüber rein? Ich hätte jetzt gedacht, ich muss bis abends warten. Das ist wohl der Keller. Ich muss die Venemosa Tentacula finden. Er wird mir als Gegner angezeigt. Kann ich den töten? Mr. Lawley darf mich nicht erwischen. Ach, darf dich nicht erwischen? Okay. Sag mal, aber wer schleicht denn die ganze Zeit in seinem eigenen Keller rum? Jetzt kommt er hin und hat mich. Komm da nicht rüber. Ja, man darf niemals stehen bleiben. Okay. Also man darf nicht stehen bleiben. Also er kommt dann auf jeden Fall vorbei. Also man muss direkt weiterlaufen. Also wenn man jetzt hier drin ist, wir müssen direkt instant schnell rennen. Oh, weil ich das gut kann, ey. Mr. Lawley darf mich nicht erwischen. Ja, ja, das hast du schon mal gesagt. Hallo, Mora. Der steht hinter mir. Da muss ich irgendwo erst was umkippen, hinschmeißen. Das geht aber hier schwieriger, weil ich erst warten muss, dass man sowas sieht. Also er hat mich schon gesehen. Halt, Pflanzendieben! Ja.
kann ich Imperio, also wenn ich einen unverzeihlichen Fluch benutze, checkt das auch, oder? Muss ich erst da außen rum hier einmal da lang? Mr. Lawley darf mich nicht erwischen. Muss ihn erst hier hinlocken und dann kann ich nach da hinten. Aber jetzt bewegt er sich nicht. Aber wenn ich nach da gehe. Ja. Ja. Was? Das ist total dumm. Also, wenn man nach da geht, hat man keine Chance. Ich mag sowas nicht. So, dann kann ich den nicht einfach töten. Schon keine Lust mehr. Also, ich muss hier hinten voll unauffällig sein, vielleicht. Mr. Lawley darf mich nicht erwischen. Ich muss dafür sorgen, dass er erst nach hier geht. Ich kann halt nichts werfen oder so. Ich könnte vielleicht was kaputt machen. Hier kann man auch lang. Jetzt verfolgt er mich halt nicht. Wo ist die Venemosa Tentacula? Ich glaube, der wird mir gleich hinterherkommen. Ganzes Loch, ey. Alter. Was hat denn der in seinem Keller? Okay, hier sind Gegner. Wieso sind hier Gegner? Das hört er doch jetzt. Confringo! Das habe ich aber geflüstert. So viele Spinnen. Ein Wunder, dass sie noch nicht das Haus übernommen haben. Ringo! Expelliarmus! Kindo! Knöterichzweig. Ich habe gerade echt fast Fellknöterich gelesen. Rune. Ein paar Pilzchens. Und das kriegt der nicht mit? Der weiß ja nicht, was in seinem Keller hier los ist, oder was? Chinesischen Kaukohl, schön. Da liegt noch ein Fangzahn. Okay, weiter. Scheinbar muss ich jetzt nicht mehr leise sein, nehme ich doch mal an. Ah, hier ist sie. Ich habe die Venemosa Tentacula. Jetzt sollte ich zu Mr. Barnes zurück. Wenn ich hier so leicht rauskomme, ich sehe es noch nicht. Ehrlich gesagt. Dass es problemlos hier laufen wird. Revelio! Das ist eine Kiste. Confringo! Hier, da ist eine tote Pflanze. Na dann. Muss ich aber wieder unsichtbar unterwegs sein. Ja, dann mal gucken, ob ich rauskomme. Ich weiß nicht. Das Reinkommen war schon etwas, naja. Anders.
Alohomora. Ich stand jetzt bei diesem Zwischengang. Also hoffe ich, dass ich jetzt durch die Tür komme. Ich hab gedacht, hier gibt es mehr Sachen. Wenn man mir sagt, ich darf behalten, was ich finde, denke ich an mehr Sachen, muss ich wirklich sagen. Also, ich. Ist jetzt nicht etwas zu? Ich hätte gedacht, man muss die ganze Zeit irgendwie ausweichen. Ich hätte jetzt gedacht, es ist anders. Ich fand das mit den Spinnen gerade irgendwie komisch. Ich glaube, ich hätte die Quest ein bisschen anders gebaut. Naja. Gucken, ob der zufrieden ist. Konnten Sie schon diese Freundin von mir von die... Hallo, Mr. Barnes. Ich habe die Venemosa Tentacula. Ich würde zu gern Lollys Gesicht sehen, wenn sein geliebter Besitz plötzlich fort ist. Mal sehen, wer dann explodiert. Sehr gut. Ich nehme sie Ihnen gern ab. Die Beschaffung war schwieriger als erwartet. Ich würde gern für meine Mühe bezahlt werden. Tja, das ist nur gerecht. Sehr geschäftstüchtig von Ihnen. Hier, eine Kleinigkeit für den nächsten Besuch bei Zonkus. Noch einmal vielen Dank. Sie werden noch Großes erreichen. So, perfekt. Das heißt, jetzt habe ich die zwei Sachen gemacht, die ich ganz gerne machen wollte. Hier im Hogsmeade, weil ich die ganze Zeit angesprochen werde. Wow, richtig schön. Ja, das heißt, heute wieder eine Quest. Was? Ach, wisst ihr was? Ich sehe hier noch eine Quest. Machen wir die doch gleich mit. Aber würden Sie wohl... Ist alles in Ordnung? Ja, kein Ding. Oh, was für ein Segen. Danke für die Nachfrage. Ich bin Betty. Betty Buckbrook. Und nein, nichts ist in Ordnung. Es geht um meine liebe Freundin Hazel. Sie ist in Gefahr. Hazel? Ja, sie ist ein Einhorn. Ich kenne sie seit Jahren. Sie verlässt den Wald nur ungern. Darum besuche ich sie einmal in der Woche, bürste ihr die Mähne und bringe ihr Leckerbissen. Oh, ihr Fell ist prächtig. Nun, als ich das letzte Mal bei ihr war, wurden wir von einem Wolfsrudel brutal angefallen. Hazel, treu wie sie ist, sprang vor mich, um mich zu schützen. Ich fürchte, dabei könnte sie verletzt worden sein. Es tut mir leid, das zu hören. Ich will ihr helfen, aber sie scheint sich versteckt zu haben. Aus Angst, nehme ich an. Ich weiß, dass Sie in Hogwarts viel über die Pflege von Tierwesen lernen. Mhm. Vielleicht können Sie meine Einhornfreundin finden und sie an einen sicheren Ort bringen, damit sie gesund werden kann. Wie sind Sie einem Einhorn denn so nahe gekommen? Es war einfach Glück. Ich begegnete ihr, als sie noch ein kleines, goldenes Fohlen war. Sie hatte noch nicht mal ein Horn. Sie hat mir sofort vertraut. Wir haben immer stundenlang zusammengespielt. Oh je, ich hoffe, es geht ihr gut. Einhornhaar ist ein wertvoller Zauberstabkern. Und ich schätze, ein oder zwei Haare weniger tun ihr nicht weh. Aber ich habe Angst, dass die Wilderer es auf ihr Blut abgesehen haben, um sich selbst am Leben zu erhalten. Und allein den Gedanken daran ertrage ich nicht. Okay. Ich halte nach Ihrer Einhornfreundin Ausschau und bringe sie in Sicherheit, wenn ich sie finde. Oh, Sie haben eine gute Seele. Hm. Sowas erkenne ich sofort. Hm. Aber bitte bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr. Ich weiß nicht, wo genau sie ist, aber ich kann Ihnen sagen, dass Ihre Höhle nördlich von Hogsmeade liegt. Und obwohl ich sie in letzter Zeit nicht bürsten konnte, kann ich mir vorstellen, dass sie immer noch das glänzendste und schönste Fell der ganzen Herde hat. Okay, ich suche nach dem leuchtenden Einhorn dann. Nicht vergessen, man erkennt sie am strahlenden Fell und Obacht. Sie ist ein dicker Rebellion. Man muss sie überzeugen, damit sie mitkommt. Ich muss nach einem Hengist von Woodcroft. Diese Statue zeigt Hufflepuff Hengist von Woodcroft, angeblich der Gründer des Dorfs Hogsmeade, nachdem er von einem Muggelmob aus seinem Haus vertrieben wurde. Das habe ich mir nie angeschaut. Einem Fell suchen. Sie scheint in Schwierigkeiten zu sein. Ja. Wo muss ich denn hin? Ja, ich würde aber, falls mein Schnappsack doch eine Begrenzung hat, kurz die Sachen verkaufen.
also die Tiere hier abgeben. Das hier in dem Geschäft war das, glaube ich. Nicht, dass ich nachher da bin und dann das Einhorn nicht einfangen kann, das sehe ich schon vor mir, retten kann. Ich soll es ja an einen sicheren Ort bringen? Ich weiß jetzt gar nicht. Irgendwie komisch. Kommen Sie rein. Verzeihen Sie den Gestank. Neue Lieferung Krötenhaut. Ich habe ja auch einen Niffler und so. Das Ding habe ich noch nicht. So eins hätte ich gerne auch. Die habe ich noch nicht gefangen. Welche Tierwesen-Nebenprodukte gerettet. Möchten Sie denn gern erwerben? Man kann bei ihr... Sorry. Hier. Warum haben manche noch so einen Stern? Ja, Mondkalb. So viel brauche ich auch wieder nicht. Sie können gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen. Macht sie nicht, wo ich die ganzen her habe? So, Tiere kann man bei ihr nicht kaufen. Da hinten war noch eine Quest. Naja, aber danach reicht es dann aber. Erstmal hier mit diesen Hilfequests. Habe ich gerade gesehen, aber noch mehr. Ich glaube, sonst hatte ich Nebenaufträge immer nur in Hogwarts gemacht, aber nie hier irgendwo. Das ist die Sache. 5-Gradler-Warnung. Nee. Ich hatte da mal so ein ganz schlimmes Erlebnis. Lumos. Werde ich nicht vergessen. Ein Rennen wir mal. Das sieht aber auch nice aus. Habe ich so noch nicht gesehen. Sonnenuntergang? Meistens war ich dann irgendwie irgendwo im Wald oder so. Schon was. Ich laufe komplett falsch. Ich war auf den Sonnenuntergang fixiert. Es tut mir wirklich sehr leid. Hier irgendwo soll die Höhle sein. Oder was? Die wollen unbedingt, dass ich hier unten lang laufe. Damit ich zu den Gegnern gehe. Na klar. Ist klar, nicht? Das sind Wilderer. Die muss ich auch wegmachen, sonst wird es nichts. Ja, machen wir die mit weg? Ist ja gar kein Problem. Sollen wir beenden? Ich bin nicht mehr. Ich passe auf. Sendung. Was soll das? Ich sage euch noch keinen Haken dran. Ich habe manchmal, hier fehlt ich manchmal erst einen Haken dran, weil es hier so manchmal Quests gibt. Wenn man hier irgendwas holen soll. Ja, da hinten wären noch Leute übrig. Ach, jetzt ist ein Haken dran. Ich habe die Ruhe gelootet. Ich kenne dein Gesicht. Nochmal entkommst du mir nicht. Sicher? Ich habe keine Ahnung, warum es einen Wirbel um das Wildern gibt. Es gibt genug Tierwesen für alle. Nee. Es geht ja nicht um die Menge an Tierwesen.
Mädchen. Da stand auch gerade eine Duellleistung Reducto. Das kann ich doch gar nicht. Ich benutze das nie. Das ist ein Reducto. Stand da, dass ich das mal benutzen soll und ich weiß, also ich habe es noch nie benutzt. Sonst wüsste ich ja wenigstens, dass ich es könnte. Habe ich das gelernt, Reducto? Ich glaube, Reducto kommt doch bestimmt als eine Kombination. Kann ich mir gut vorstellen. Naja, sehe ich dann. Bei den Drachenkämpfen zu wenden. Imperio! Ich bin... Xendo! Bombarda! Du! Ich. Ja. Was los? Hier irgendwas ist Einhorn. Einhörner zu fangen war schwer. Ich habe schon mal eins gefangen. Aber schon, ja, etwas schwieriger, sagen wir es mal so. Ist nicht sogar hier vielleicht? Sieht für mich alles fast Hazel gleich aus. Muss hier irgendwo sein. So, und außerdem muss ich Hazel finden. Das ist auch das nächste. Ich brauche noch Hazel. Nicht so einfach. Muss ja nicht irgendeins, sondern Hazel. Einhorn. Hazel, das Einhorn. Na los, Hazel. Schon, ich will doch nur helfen. Nein! Hazel! Bleib stehen, Hazel! Warum besiehst du sie nicht an? Es ist ja auch noch Kampfdings. Ich könnte kotzen, ich hab schon keinen Bock mehr. Hazel, wir müssen den Platz hier verlassen. Tauren? Sehr gut. Die werden es bestimmt nicht gut, dass ich hier ein Einhorn jage. Passt ja perfekt. Dass ich nebenbei noch so einen anderen Shit hier machen muss dann. Still. Ah, ist jetzt Hazel, die ich eingedingst habe? Ja. Nee, Mann. Oder so. Das macht, Lass das sein. Boah, ja. Platzius. Beeilen. So fängt es immer wieder von vorne an. Das macht er, Alter. Krieg Aggressionen. Und dann sind ja noch Bäume im Weg und Alter, ich hätte diese Scheißmission nicht machen sollen.
Bleib jetzt stehen, Mistviech. Aggression. Wieso soll ich jemand helfen, dem nicht geholfen werden möchte? Ich werde hier noch angegriffen, ey. Wirklich, ist kein Bock drauf. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Ich glaube, die breche ich ab, die Mission. Ist ja nicht Hazel mehr. Halt, ist aber auch hier zu... Ach, ich hab keinen Bock mehr, echt, ey. Zu bergig ist und so ein Scheiß, Alter. Und die anderen Scheißviecher, die hier sind. Scheißegal, es ist alles scheißegal. Ja, ich hab keinen Bock mehr, echt, ey. Es sind auch so viele Zauberstacks, die man hat und so ein Scheiß. Es ist halt echt so. Es ist halt echt so. Geht alle aus dem Weg. Ich muss mich beeilen. So, jetzt hätte ich vielleicht Glück, ein bisschen mehr. Oder auch nicht. Mission hier schon, wirklich. Aber ich finde sowas halt einfach scheiße. Zurück zum Tiergehege. Ich mag das halt einfach. Einfach nur, warum? Was ist denn hier ein Tiergehege? Ich würde auf jeden Fall gern hier hin. Nicht. Ist immer nervig, wenn ich Bock drauf habe, diese Tierwesen zu fangen, mache ich das, wenn ich darauf vorbereitet ist, zu machen. Aber es ist halt auch einfach dämlich. Einfach dämlich. Bin wieder da. Madame Buckbrook, ich habe Ihre Einhornfreundin Hazel gefunden. Oh, ein Glück. Geht es ihr gut? Nein. Geht es Ihnen gut? Nein. Haben Sie einen sicheren Ort, an dem Sie bleiben kann? Nicht mehr lange. Uns geht es gut. Und ich habe einen sicheren Ort für Sie in Hogwarts. Sie haben ein gutes Herz, wirklich. Ich bin erleichtert und dankbar, dass Sie für Sie sorgen. Ich werde mein goldiges Pixelpony vermissen, aber ich weiß, dass sie fernab von den Wilderern sicherer ist. Bürsten Sie sie doch für mich, ja? Ich habe keinen Platz mehr in meinen Tiergehegen. Kümmern Sie sich gut um Hazel, ja? Ich habe halt eigentlich wirklich gar keinen Platz mehr. Aber okay, lassen wir das. Lassen wir das einfach. Okay. Ja, ich finde es gut, wenn ich leicht angepisst eine Folge beende. Das ist perfekt. Wir haben die Quests ja gemacht. 3 Nebenquests heute. Nächstes Mal geht es wieder mit der anderen Sachen weiter. Also wo man halt die Sprachnachrichten und so reinbekommt. War mir wie immer ein inneres und leicht angesäuertes Blumenpflücken. Ciao.